Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 20.05.2021. Und unser DAX hat sich ja gestern ein bisschen rutschig schon gezeigt. Haben gesagt, da muss ein bisschen aufpassen. Und jetzt hat er wirklich ein bisschen wehgetan. Also, also ein bisschen hingefallen. Ihr seht das schmerzverzerrte Gesicht. Das macht er auch nicht bloß, um Körperkontakt zu der jungen Dame hier zu finden. Nein, er hat sich wirklich ein bisschen wehgetan. Aber, Freunde. Wir haben einen Pullback fertig gemacht halt. Da haben wir gestern drüber gesprochen, wenn er hier noch drunter geht. Und ich glaube, das war jetzt nicht schwer zu erkennen. Also, wer das nicht gesehen hat oder wer das nicht deuten konnte, als der da drunter ist, der, weiß nicht, glaube ich, sollte eher einen Optiker aufsuchen als einen Chartanalysten. Da hat er eigentlich wirklich, wirklich stringent auch durchgezogen und auch gut angezeigt, immer wieder nach unten. Da ist nicht wirklich Stress reingekommen. Ne? Also wir haben auch die ganze Zeit immer geschrieben, da drunter bleiben, da drunter bleiben, da dreht sich wieder runter und weiter und weiter und weiter, bis eben runter in den Bereich und dann hier unten die 14.69 und 14.800. Das wären dann so die beiden Überpace-Ziele gewesen und war aber wichtig, dass er halt das per Stunde halt hält und er hat es getan halt. Ne? Dann haben wir dann auch nach dem ersten Stundenschluss hier gesagt, oder vorher schon gesagt, ne, wenn da ein grüner Stundenschluss an der Stelle kommt, ist durchaus eine Longchance Richtung 1,80 und das ist es geworden halt, ne, hat er verwandelt, hier hat er, hat zumindest den Pullback sauber gespielt, das muss man lassen, er hat damit das 1,60er Retracement verzeichnet, wahrscheinlich hier sogar genau das 76er getroffen, brauche ich gar nicht anlegen, das wird genau sitzen, ne, per Close, das, also per Kerze hier auch das 1,60er verwandelt und könnte theoretisch jetzt hier rausziehen. Ne, also volle Fahrt angezogen, neues Hochgesetz, kleinen Rücklauf gesetzt und jetzt könnte das hin. Ich glaube das nicht, dass es kommt. Ich sehe das, das ist auch nicht das, was ich favorisieren würde, weil wenn ich mir das Konstrukt angucke, aus dem Block hier, der Block eigentlich, das ist so für mich auch über die Tiefs hier, ich weiß es nicht, also das ist doch, was ist denn das? das ist doch ein Haufen Müll. Das ist ein M wie Money Monkeys vielleicht, ja. Eine ganz seltene M-Formation ist das. Aber ich glaube, da kommt noch was. Also das sieht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eher sogar so aus, wie jetzt kommt, kriegt mich ja sowas in dem Bereich hier noch präsentiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Woche noch klappt, aber den Zug beibehält. Guck doch mal, vorgestern sind wir noch am Allzeithoch gewesen und jetzt hier, also da hat er richtig was weggenagelt halt, ne? Das sind ja 600 Punkte in 2 Tagen, das ist schon sehenswert. Ja, und wenn er da auf dem Trichter bleibt, dass ich hier ein bisschen Stress aufrechterhalten will, alles, was hier noch tiefer geht und 69, da kommt dann die 830 und mal ganz ehrlich, die hält dann auch nicht mehr. Dann macht er durch und dann geht er wahrscheinlich hier erstmal so in den Bereich rein. Also das wäre für mich so eher, ich sag mal, unteres Übertreibungsziel. Hoch, das wollte ich jetzt genau nicht, ich wollte es rüberziehen. Das wäre für mich unteres Übertreibungsziel, das heißt, geht er hier noch weiter runter. Durchaus auch in dem Bereich, das ist ja vollkommen legitim. Ne? Stress ist drauf auf dem Markt, hat man auch. Also die Kryptos, Wahnsinn, was dort für Kapital verbrannt wird gerade. Ich meine, das Kapital wurde ja auch vorher erzeugt, das ist da nicht alles nur reingeflossen. Ne? Gibt es viele, die haben, weiß nicht, mit 10.000 Euro sich auf 100, 200, 300.000 hochgehandelt und da holt sich der Markt jetzt einfach wieder ein bisschen Bereinigung zurück, ein bisschen wieder auf die Normalabweichung quasi zurück, ein bisschen auf die gleitenden Durchschnitte. Bitcoin ist unter 200-Tage-Linie gedroppt, könnte man so schön sagen, aber soll ja gar nicht um die Kryptos hier gehen, das machen wir bei uns im Dienst mit, ich will hier gar nicht drauf eingehen, uns geht es hier um DAX, das ist die DAX-Analyse, was ich aber sagen will ist und weswegen auch der Stress drauf war, ist eben, weil die Kryptos teilweise mit 20-25% früh schon in den Seilen hingen, das ist natürlich Geld, was verbrennt und viele, die in den Kryptos, nicht alle, aber viele, die in Kryptos investiert sind, haben halt auch anderswo Anlagen und da kommen halt viele auch auf die Idee, andere Sachen zu verkaufen, um hier vielleicht noch das eine oder andere zu retten, das sieht man andersrum genauso und dadurch fächert dieser Effekt schon immer so auf dem Gesamtmarkt gerne auch aus, ne? Also auch Gold, Silber, ne? Es sind dann immer so Momente, wo Leute zum Verkaufen einfach neigen, ne? Wenn es überall rumpelt und einfach schon alleine, wenn sie vielleicht umschichten wollen, wenn sie sagen wollen, oh guck mal, dort habe ich jetzt geile Chancen, die will ich nutzen und ziehe deswegen dort und dort einfach Geld raus, was ich dann in das andere reinpacke, ne? Und dadurch entsteht so eine Lawine, weil das machen die anderen wieder, die von dem anderen werden in den rein und schwuppdiwupp hangelt sich alles so ein bisschen nach unten, das kennt man,
Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass wenn dort halt weitere Schwäche zu sehen ist, wird der DAX nicht drum rumkommen, damit zu machen halt, ne? Also so ein bisschen Gesamtmarktverkaufsstimmung und das auch noch im Mai, also da ist ja nur auch nicht der Superheld, der sich dann dagegen stellt und sagt, aber ich werde gekauft, ne? Also so ein DAX ist nicht so der gefragteste von denen, die gekauft werden. Aber gut, okay, also Fakt ist, wenn da Stress auf dem Pinsel ist, wenn ihr das auch seht, die Kryptos jetzt auch zum Donnerntag voll unter Druck bleiben, weiter runterdrücken, eben nicht stabilisieren, eben sich nicht direkt wieder fangen und grüne Kerzen werfen, dann geht er hier wieder direkt runter und dann startet er wahrscheinlich auch gleich nach unten los und rennt erstmal wieder hier auf die 15,35 halt, ne? 15,70, 15,65, 15,35. Das wäre so jetzt, sage ich mal, ein Unterstützungsbereich, von dem man ganz, ganz, ganz schnell auch wieder nach oben drehen kann. So nach dem Motto, ah, ich bin doch stark, ich will das verteidigen, ich will das halten. Also wenn die Käufer zeigen wollen, dass sie den Bereich verteidigen, dann muss hier was passieren. Weil wenn hier nichts passiert, dann geht er durch das Tief auch durch. Dann macht er keinen Doppelboden. Dann geht er durch. Also wenn die den hier nicht gefangen kriegen, zwischen 15,35 und 15,70, dann geht das Licht aus. Dann geht er auch zum Donnerstag nochmal baden halt. Ne? Schön unter das Tief nochmal einmal drunter klatschen. Muss noch nicht viel weit raus. Ne? So eine Woche, die hat auch immer so ein bisschen in der, ich sag mal, ich will nicht sagen einen Anker, aber 5 Tage am Stück fallen wir halt auch in den seltensten Fällen mal am Stück durch. Das haben wir nur in der Corona-Woche mal gehabt. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht gang und gäbe. Da hat man immer mal wieder ein bisschen Gegenbewegung drin. Aber ich muss halt schon sagen, die beiden Kerzen hier, die stören mich halt ein bisschen, weil die zeigen, dass er hoch zu langsamer, deutlich langsamer kommt, als er runtergekommen ist. Die erste, die Impulskerze, ne, der Beginn vom T-Effekt, das sah schön aus, das hatte schön, aber der hatte hinten raus ganz schön abgeflacht. Wenn man jetzt auf eine kleinere Zeiteinheit runtergehen würde, würde das so aussehen. Steil runter und dann flach hoch, ne? Also so flach hoch und steil runter. So. Das ist das Konstrukt, was hier. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der zumindest nochmal probiert einzudrehen auf die 15,70, 15,35. Nach oben hin hätten wir dafür eigentlich das perfekte Ausgangsniveau schon erreicht, nämlich hier um 15,180. Das wäre schon ein schönes Niveau, um wegzutreten. Oder eben dann hier der Bereich um, boah, das wird aber groß, aber es geht nicht anders. Ja, 3,20, 3,20 bis 2,80. Kann es leider nicht kleiner machen, der Bereich ist so groß. Und den müssen wir auch so als Gänze, das gäbe es ja nicht ganz zu hier. Aber das müsste man jetzt als Rücklaufbereich nehmen. Hier müsste sich runterdrehen oder vielleicht sogar schon hier. Ne? Das sind zwei schöne, interessante Zonen. Oder eben der Bereich hier um 3,20, 2,70. Das wären so die Zonen. Da müsste er jetzt wieder runterdrehen, wenn er wirklich auf den Pinsel halten will. Alles, was dann drüber geht, über 3,70, über 4,20, ich glaube, dann ist der Kampf auch verloren schon. Oder entschieden, sagen wir es mal so, dann war das bloß der Pullback und dann macht er hier sein Ding. Auch wenn es total komisch wäre und überhaupt nicht, weiß nicht, von der Chartharmonie nicht passt und der Chart ist immer harmonisch, ne? Aber wenn er hier drüber geht, 370, 420 und so weiter und so fort, also dann läuft er hier auch ein neues Hoch an. Und da wird man sich dann umgucken, wie er wieder auf einmal hier oben steht, und dann sagen wieder alle, das ist alles verrückt, das ist doch total krank. Ja, dann hat er vielleicht auch mal eine Chance, gleich ein bisschen durchzuziehen. Denn das Ziel hier oben bei 49, was wir mit Trendbruch ja ausgesprochen haben, wenn es ihm auch gelingt, das neue Allzeithoch hier rauszunehmen, ihr erinnert euch, hier hat man gesagt, er sollte halt, dass er wahrscheinlich eben erst direkt wieder zurückkommt, ne? Da muss halt das wirklich stehen, muss da ruhig und stabil bleiben, dann schafft er das auch hier oben raus, hat aber nicht. Na, aber wenn er denn da jetzt so oben drüber geht, das kann er erreichen, aber ich glaube das nicht. Der hat mir zu sehr einen auf die Fresse einfach gekriegt, das. Ich glaube, da kommen noch Nachwehen. Ich glaube auch, dass bei den Kryptos noch Nachwehen kommen. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon wieder die Euphorie überschwappt und die das Ding alles wieder hochkaufen und da jetzt grüne Tageskerzen rauskommen. Ich glaube schon, dass das nochmal ein bisschen wegrutscht jetzt zum Donnerstag. Da ist schon überall Druck auf der Pipeline. Und das in einem saisonal eher kritischen Zeitpunkt, nachdem eine absolute Übertreibung drin war, ganz viele übermütig wurden, selber gemerkt haben, dass sie übermütig sind. Das ist ja immer das Schöne. Die Leute, sie merken doch, die wissen doch ganz genau. Jeder weiß doch genau wie das. Der sitzt da oben da und denkt sich, oh, jetzt könntest du eigentlich verkaufen. Oh, so schön vieles Geld. So schön, oh, so schöne Gewinne. Guck mal, Schatzi. Guck mal, Kumpel. Guck mal, du hier. So schöne Gewinne habe ich. Ne? Und das sehen die genau, dass das auch schnell wieder weg sein kann. Und dann fängt der Markt plötzlich
sich an, voll nach unten zu ballern. Und dann sitzen die immer da und sagen sich, naja, das hoch vielleicht nochmal, da vielleicht nochmal, da gehe ich dann raus. Und das fällt und fällt und fällt. Und das erhöht einfach den Stressfaktor. Und der ist jetzt so schon hoch. So hohe Kursabgaben, wie man jetzt hier momentan auf diesen, also gerade im Kryptosektor heute gesehen hat, ich mache das schon echt lange. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt, ne? Und ich bin seit Anfang an mit den Kryptos dabei. Wir haben schon in der Berufsschule damals, da haben wir schon Kryptos geschürft. Da konntest du das Zeug noch nicht kaufen halt, ne? Seitdem beschäftige ich mich mit dem Kram. Bin auch 2014 hier mit der Mt. Gox betroffen gewesen als Investor damals. Wurden die ganzen Coins von mir geklaut. Na, also ich bin wirklich, habe schon ganz viel damit durchgemacht und schon viel erlebt. Aber das auf breiter Front, auf meiner Watchlist, der beste Wert, minus 25% auszuweisen hat, kurzfristig zumindest, das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Und das ist für mich schon ein Zeichen, wo ich glaube, dass das auch ein bisschen Nachwirren einfach zieht. Und nicht nur bei den Kryptos. Das wird auch, und man hat es ja hier schon gemerkt, Nachwirren haben. Ne, im Index rechtfertigt man es mit Zinsängsten, in den Kryptos ist es der Elon Musk, der was gepostet hat. Am Ende ist es völlig scheißegal, welche Nachricht wo, wie dahinter steht. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist so eine Übertreibung aufgebaut, ne, die dann irgendwann auch mal auflöst oder ablässt oder einfach Luft abstößt halt. Ne. Und das ist halt gerade schön zu sehen. Und das muss nicht schon direkt nach einem Tag zu Ende sein. Das wäre auch ein bisschen ungewöhnlich. Und von daher würde ich schon sagen, passt ein bisschen hier unten in den Bereich auf. 1535, 1570. Ne, geht er drunter, dann kann der Stress draufbleiben. Man muss aber, das muss nicht zum Donnerstag jetzt kommen, weil man häufig nach so Überraschungstagen eher erstmal so einen ruhigen Seitwärtstag bekommt, oft auch ein Doji auf der Aktieebene, dass sich der Markt erstmal probiert zu sortieren, ne, und dann kommt am Freitag die Klatsche nochmal hinten dran halt, ne, also das wäre auch nicht unüblich, deswegen passt ein bisschen auf den Bereich auf hier oben an den Rücklaufmarken, 280 bis, ich sag mal 320, das ist schon was, wo er durchaus nach unten drehen kann, wo man vielleicht auch mal Short probieren kann, wenn er sich dort rot nach unten dreht. Da hat er schon das Potenzial. Und ansonsten wäre alles, was drüber geht, in meinen Augen, das wäre dann nicht mehr. Dann wäre das Spiel vorbei. Dann hätte er das verpasst, hier unten abzuhauen, weil wenn der hier drüber geht in dem Bereich, das wird für mich zu sehr oben raus dann. Das wird für mich für die Wahrscheinlichkeit zu hoch dann einfach. Also so, gerade die jetzt auch über 4,20, aber selbst schon über 3,70, 4,20, das wäre mir alles zu hoch, wenn er denn weiter runter will. Na, ich denke, dass er nochmal runterkommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht hier sogar am Donnerstag bremsen, stehen bleiben, wieder ein bisschen zurückkommen, ein bisschen pendeln einfach in dem Bereich. Und dass der Freitag nochmal Probleme kriegt, wegzurutschen vom Wochenende dann einfach halt. Ne? Weil viele dann vielleicht auch massive Verluste über die Woche stehen haben jetzt, wo sie sagen, scheiße, das will ich nicht mit ins Wochenende nehmen. Und dann kommen wieder Glattstellungen und so weiter, Absicherungsgeschäfte, Leute, die Angst haben, was passiert am Wochenende, wenn die Woche schon so Katastrophe war, ne? Und schwuppdiwupp wird der Freitag dann nochmal böse. Ne? Das würde gut reinpassen. Okay, gut, dann haben wir die wichtigen Punkte durchgesprochen, die beiden Bereiche sind klar, das ist auch klar, das ist schon eine wichtige Zone, die erreicht wurde im Rücklauf, dreht er jetzt hier runter, würde ich denken, 1535 bis 1570, passt da auf, und dort hochdrehen und seitwärts wäre ganz okay zum Donnerstag, würde gut reinpassen, alles was tiefer geht, glaube ich, führt auf ein neues Tief, dann müsste man hier unten schauen, wie viel Druck ist noch auf dem Markt und ist noch genug Druck auf dem Markt, pissen sie dem richtig ans Bein, dann geht es hier unten in die Richtung. Ah, da ein bisschen aufpassen halt. Ne? Und da muss man auch wirklich sagen, dann werden auch die Kerzen am Tagesschart immer länger, ne, in so einer Bewegung. Ne? Da wird der Stress größer, umso weiter er fällt. Und da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen halt. Ne? Dann kommen Bewegungen, die haben wir lange nicht mehr gesehen im Markt. Und das zerbrechen sich manche bestimmt wieder die Depots oder das Genick auf dem Depot. Ne? Dann klatschen wieder die ganzen Konten an die Wand von denen, die hier der Meinung sind, sie müssen ohne Trade und ohne Risikomanagement, weil sie das bestimmt wieder rauskriegen und todsichere, schnelle Punkte holen wollen. Und dann ist die Scheiße groß. Also passt ruhig ein bisschen auf, bitte. Ne? Insbesondere, wenn es da schneller wird. Risikomanagement ist alles. Ihr müsst bloß an einem Tag scheitern im Trading und ihr könnt euch das ganze Depot versauen. Das ist einfach so. Ne? Und solche Tage sind prädestiniert. Daher hier einfach nochmal, lasst es euch gesagt sein, bisschen aufpassen, bisschen Plan machen vorher einfach. Was will ich am Tag machen? Ne? Was mache ich, wenn er steigt? Was mache ich, wenn er fällt? Und schwuppdiwupp bin ich schon gar nicht mehr so anfällig dafür, dann irgendwo reflexartig drin rumzufuchteln, wo ich eigentlich gar nicht drin rumfuchteln wollte, weil es dann einfach nicht auf meinen Plan passt. Ne? Wer keinen Plan hat und einfach reagiert, der hat Kurzschlussreaktionen und die gehen nicht immer gut. Und die tun irgendwann dann halt auch richtig weh und wenn ich dann das Risikomanagement verhaue,
Dann gibt es richtig Aua, Aua. Okay, gut. Dann hier Pause, Break. Wir gucken noch einen Tageschart rein. Der hat sich vom unteren Tagesband abgestoßen. Müsste eigentlich, ja, perfekt. Genau so habe ich es erwartet. Ja, und bestätigt eigentlich das, was wir die ganzen Tage gesagt haben jetzt oder schon vorgestern gesagt haben. Der muss raus aus dem Band. Dreht er das Band auf, oben oder unten, kann er lang laufen. Muss es aufdrehen. Nur dazwischen hin und her springen reicht nicht. Reicht auch jetzt nicht. Das ist ungenügend. Das ist eine 4. Ne, 5 vielleicht sogar. Ne, damit hat er nicht bestanden im Sinne einer neuen Trendbewegung. Er ist noch im Seitwärtsbereich der letzten Tage. Da können wir ihm jetzt nichts Neues rausnehmen. Es ist auch kein Short-Signal in dem Sinne. Es ist aber auch kein Long-Signal. Es ist einfach noch Seitwärtsbewegung. Sobald die Bänder aufgehen oder runterdrehen, dann kriegen wir neue Trendbewegung rein. Dann wird es interessant und dann wird es leichter, wieder mit dem Trend zu handeln, was seit April nicht funktioniert hat. Nachweislich nicht funktioniert hat und nicht funktioniert haben könnte, konnte. Na, da muss man wirklich aufpassen. Phasenwechsel und so weiter haben wir auch schon oft in Videos drüber gesprochen. Sind einfach andere Bewegungen dann, sind andere Pattern, andere Muster, die dann gut funktionieren, wie das, was seit Anfang April hier gut funktioniert hat, weil das nur seitwärts war, der Markt immer wieder zurückgekommen ist, auch diejenigen, die ohne Stop-Loss handeln, immer wieder belohnt hat, immer wieder gezeigt hat, ja, ich komme doch wieder zurück, ich komme doch wieder zurück, mach dir keine Sorgen, na, sitz einfach die Scheiße aus, ich komme wieder. Das hört auf in dem Moment, wo wir aus den Bändern rausgehen. Na, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, Freunde. Also ich denke, damit seid ihr erstmal ganz gut vorbereitet und bleibt vernünftig einfach halt. Ne? Also damit ist schon viel getan. Bisschen Plan machen, kleine Zettel an den Bildschirm, mit euch selber reden, aufpassen, Risiko begrenzen, Trade-Anzahl begrenzen. Na, das muss auch einigen gesagt sein einfach. Ja, die glauben, wenn sie mehr machen, haben sie mehr und am Ende verlieren sie nur mehr. Das ist nämlich Grundgesetz im Trading. Umso mehr du handelst, umso mehr kann schief gehen. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann haust du halt voll in die Scheiße rein. Von daher, das ist das Wort zum Schluss. Voll in die Scheiße reinhauen. In diesem Sinne, viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.